Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, zunächst einmal, lieber Marc Hertha, ich glaube, dass das nicht so gemeint wird, aber von nicht förderwürdigen Schülern zu sprechen, ja, ich gehe auch davon aus, dass... Also, alles gut. Worum es mir geht, ist, wir reden jetzt seit fast 2 Stunden über Konnexität und Kosten. Dabei könnte fälschlicherweise der Eindruck entstehen, dass der Erfolg inklusiver Beschulung allein vom Geld und diesem Faktor absteht. Und das ist falsch. Es ist nicht zu leugnen, dass die Ausstattung der Schulen ein ganz wichtiges Element zum Gelingen des Prozesses sind. Aber dabei können wir es nicht bewenden lassen. Und ich würde gerne das Augenmerk auch noch mal auf andere Dinge richten. Wenn man den Oppositionsfraktionen, den anderen so zuhört, dann entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass jetzt alle Schulen barrierefrei umgebaut werden müssen in 2 Jahren und jede Schule braucht einen Aufzug. So ist es ja nun nicht. Nicht nur bei den Schulträgeraufgaben muss nachgebessert werden, es werden für den gemeinsamen Unterricht zu wenig Lehrer bereitgestellt. Die Verschlechterung gegenüber den bisherigen integrierten Lerngruppen ist falsch. Wir haben da gestern schon mal drüber gesprochen, Frau Ministerin Lörmann. Es ist ja geradezu absurd, wenn die neue Stellenzuweisung für das gemeinsame Lernen zur Konsequenz haben, dass Vorreiterschulen mit langer Tradition in der Inklusion in Zukunft weniger Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufnehmen als bisher. Wir wollen mehr gemeinsames Lernen im Land und nicht weniger. Deshalb müssen die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass Schulen, die bereits mit integrativen Lerngruppen arbeiten, die inklusiven Angebote nicht verringern müssen. Sie hatten gestern dazu ausgeführt, dass es dafür Stellen geben soll, dass gerade an den Gesamtschulen der Standard erhalten bleiben kann. Und wir werden das sehr genau beobachten, ob das auch so ist. Denn wir können nur mit ausreichender Doppelbesetzung die Qualität sicherstellen. Und das ist kein Luxus. Ich finde, das ist eine Mindestanforderung an Inklusion. Des Weiteren stellt sich auch immer noch die Frage der Budgetierung. Bislang ist immer noch nicht klar, wie die Verteilung der Sonderpädagogen aussehen soll. Welche Kriterien spielen eine Rolle? Wie sieht das Konzept aus? Die Schulen brauchen jetzt endlich Planungssicherheit für nächstes Schuljahr. Frau Ministerin Lörmann, sagen Sie endlich, wo da die Reise hingehen soll. Jede weitere Verzögerung führt zu weiteren Verunsicherungen und ist schädlich für den Prozess. Und bei der Umsetzung vor Ort gibt es eigentlich aktuell genug Unsicherheiten. Viele Kollegen an den Förderschulen haben keine Planungssicherheit, an welcher Schule sie im nächsten Jahr unterrichten. Fragen von Abordnung, Versetzung stehen im Raum. Keiner kann Ihnen dazu was sagen. Viele Kolleginnen an den allgemeinen Schulen wissen nicht, ob sie im nächsten Jahr eine inklusive Klasse unterrichten. Eltern sind verunsichert, weil sie immer noch nicht wissen, welche Schule ihr Kind im kommenden Schuljahr besuchen wird. Und ich denke, die meisten von Ihnen können sich gut vorstellen, was das für Eltern bedeutet. Hier muss jetzt konkrete Unterstützung geboten werden. Wir kennen das aus den letzten Jahren. Ich finde es eine Zumutung, dass Kollegen erst in den Sommerferien erfahren, wo sie im kommenden Schuljahr ihren Arbeitsplatz haben. Großes Thema ist außerdem, wir haben da gerade breit drüber gesprochen, die Inklusionsassistenten. Hier sehe ich auch die Kostenfrage als hochrelevant an und ich stimme Ihnen da durchaus zu, dass der Bund da in die Pflicht genommen werden muss und dementsprechend Mittel zur Verfügung stellen muss. Aber auch da muss ich Ihnen sagen, woher das Geld kommt, ist den Betroffenen völlig egal. Ja? Und wenn man jetzt mit Eltern betroffener Kinder spricht, und ich war bei einer Veranstaltung mit Eltern autistischer Kinder, da bekommt man das kalte Grausen, wenn man sieht, was in diesem Land hier gerade passiert. Was diesen Eltern zugemutet wird, um an Unterstützung für ihr Kind zu kommen, ist eigentlich ein Skandal. Sie werden von Amt zu Amt geschickt, dann schaltet sich eine Clearingstelle ein und es werden möglichst viele Steine in den Weg gelegt. Dieses Verfahren zieht sich in Einzelfällen bis zu einem Jahr hin und das Kind sitzt in der Schule und hat keinerlei Hilfe durch einen Inklusionsassistenten.
Und woran liegt das? Die Schulen haben einfach ein enormes Informationsdefizit. Denn man kommt nicht an einen Inklusionsassistenten, wenn die Schule nicht in der Lage ist, diesen Antrag zu stellen und das zu unterstützen. Dann gibt es diesen Inklusionsassistenten nicht. Und da ist es Aufgabe, finde ich, der Landesregierung, dafür zu sorgen, dass die Schulen die notwendigen Informationen haben und dass Lehrer so fortgebildet werden, dass sie da auch Hilfe leisten können. Und da sehe ich noch eine sehr große Lücke, wo wir tatsächlich was für die Schüler an der Schule tun könnten, ohne dass es viel kostet. Und das ist die Aufgabe der Landesregierung, auch wenn sie die Inklusionsassistenten nicht selber bezahlen muss. Bei allen Mängeln des neuen Schulrechtsänderungsgesetzes und allen Schwierigkeiten bei der Umsetzung geht es darum, jetzt Sicherheit zu schaffen und die graue Inklusion umzusetzen. Und Sie wissen, liebe Landesregierung, liebe Fraktion Rot-Grün, wir werden das konstruktiv da begleiten und sind weiterhin gerne dabei. Danke. Vielen Dank, Frau Pieper. Und für die Landesregierung spricht nun Frau Ministerin Löhrmann.